glaube aber, der Wille war auf jeden Fall mal da, wenn man sich so diese Plakat anguckt. Aber Leute, ihr habt ja die Aufnahmen gesehen von da drin. Ey, also da haben mir wirklich die Worte gefehlt. Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ja Leute, ich hoffe natürlich, euch geht's gut. Leute, ich weiß nicht, ob ihr mein Video gesehen habt, wo ich letzte Woche irgendwann das schlechteste asiatische Restaurant in meiner Stadt getestet habe. Also ich wohne in Köln, für die, die es nicht wissen. Wie viel? Und ich habe mir gedacht, das war so interessant, wir machen einfach mal weiter. Ihr habt doch oft in den Kommentaren geschrieben, dass ich doch mal die schlechteste Pizza ausprobieren soll. Und ja, das machen wir heute. Ich muss sagen, es war gar nicht mal so leicht, die schlechteste Pizza zu ermitteln, weil in Köln gibt es bestimmt, locker 500 bis 1000 Pizza-Restaurants oder Pizzerien, wie auch immer. Wenn nicht sogar noch mehr, also da würde ich mich auch nicht wundern. Deswegen, ich habe lange recherchiert und bin auf eine gestoßen, die wirklich anscheinend die schlechteste ist. Es sind sicherlich auch nicht alle online registriert. Und ich bin wirklich mal gespannt, was mir heute so passieren wird. Das große Problem war, also ich dachte wirklich am Anfang, gibt es keine Pizzeria, die eine extrem schlechte Bewertung hat, weil wenn man das hier mal anschaut, 4 Sterne, 4 Sterne, 4, 4, 4, über 4, also alles über 4 Sterne eigentlich. Da war ich dann erstmal ein bisschen traurig, bis ich dann auf diese hier gestoßen bin. Wird natürlich wieder zensiert. Ich möchte hier niemandem was Böses. Ich habe absolut keine Pizzeria gefunden, die schlechter bewertet war als die hier. Wobei es auch ganz wichtig ist, zu unterscheiden zwischen Pizza-Restaurant oder italienisches Restaurant, sag ich mal, und Pizza-Lieferservice. Weil es gibt auch extrem viele Lieferservice. Lieferservin? Schreibt mir gerne die richtige Bezeichnung für die Mehrzahl von Lieferservice in die Kommentare. Auf jeden Fall muss man ja da unterscheiden und ich möchte in ein Restaurant gehen, wo ich auch da essen kann. Das ist mir eigentlich das Wichtigste für diese Videos. Jetzt schauen wir uns mal die Rezensionen von dem Laden an. Natürlich kann man da auch bestellen, aber das kann man eigentlich fast überall in Köln. Wir haben eine Gesamtbewertung von 2,3, was wirklich extrem herausgestochen ist dann. Und wir schauen uns jetzt mal die Bewertung an von wirklich nur den Leuten, die auch vor Ort gegessen haben. Hier gibt es zum Beispiel direkt am Anfang sogar 3 Sterne. Die Pizza ist super, aber ich würde sie zu Hause essen. Das Ladenlokal ist nicht sehr schön zum drin sitzen. Alles andere, wie zum Beispiel die Nudeln, sind nicht so mein Ding, aber Pizza können sie gut. Niemals hingehen, total unkooperativ, kein Umtausch, Reklamation für sehr schlechtes Essen. Salat für 6 Euro im Wert von 20 Cent. Lasagne ist eine Pampa aus Nudeln und Massigsoße, schmeckt mittel. Ciabatta für 4,90 Euro ist nur eine halbe Portion und sehr spärlich belegt. Daumen runter. Man muss sagen, viele Kommentare sind hier auch dabei von Leuten, die anscheinend doch da bestellt haben. Also man kann halt wie gesagt dort auch bestellen, man kann aber auch vor Ort essen. Also wie schon gesagt, eine schlechtere Pizzeria habe ich nicht gefunden. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt. Wir fahren da jetzt gleich hin und ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr wollt, dass weitere Teile zu diesem Format kommen. Und schreibt auch in die Kommentare, mit welcher Essensrichtung ich das mal machen soll. Keine Ahnung. Türkisch, Griechisch, keine Ahnung. Gibt ja genug. Also, ich will gar nicht lange labern. Wir fahren los und wir sehen uns dann gleich im Auto. Bis gleich. Leute, was geht ab? Ich würde sagen, wir fahren los. Ich bin wie immer gespannt. Ich werde natürlich gleich wieder alles mit dem Handy mitfilmen, weil ich die dicke Kamera nicht mit reinnehmen kann. Das fällt halt voll krass auf so. Also Handy. Aber wir müssen jetzt erstmal durch Köln fahren und das um 17.30 Uhr. Also genau im Berufsverkehr. So Leute, ich bin jetzt da. Ich muss mal wieder sagen, ich stehe super scheiße, aber das ist mir heute egal, weil heute will ich wirklich in dem Restaurant auch essen. Das Lustige ist, nicht weit von hier ist auch das Restaurant vom letzten Part, also dieser asiatische Laden da. Also ich glaube, diese Gegend hat ein Händchen für schlechte Restaurants, zumindest von der Bewertung her. Ich bin gespannt, was heute ist. Heute ist es eine Pizzeria, wie schon gesagt, habt ihr ja, jetzt stehe ich hier genau auf dem Fahrradweg auch. Oh. Naja. Wenn ich abgeschleppt werde, seid nicht sauer, wenn einmal mehr Werbung im Video ist. Hi, hier was? Nur was zum Bestellen. Ach so. Okay, danke. 10 Minuten. Okay, alles klar. Ich setz mich da vorne einfach hin, ne? Ja, sehr gerne. Okay. Leute, wo bin ich denn hier gelandet, Alter?
das schockt mich immer wieder. Ich glaube aber, der Wille war auf jeden Fall mal da, wenn man sich so diese Plakate anguckt. Aber auf jeden Fall nicht lange. Also, ich muss aber sagen, die Speisekarte sieht gut aus. Aber Leute, was ist das denn hier, ey? Leute, hier habe ich dann mal so getan, als wenn ich telefonieren würde, damit man vielleicht auch noch ein bisschen die Küche sieht. Hat nicht ganz so geklappt, aber ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick verschaffen. So Leute, ich bin wieder draußen. Ey, hier sind Läden, ne? Wenn man da reinschaut, da denke ich mir, was geht da drin vor? Ey, also weitere Infos gleich. Ich muss jetzt erstmal schnell zu meinem Auto, weil das steht im Parkverbot. Alter. Ey. Ich hatte das schon mal. Ich habe irgendwann mal so einen Burgerladen getestet und da war das ähnlich. Aber Leute, ihr habt ja die Aufnahmen gesehen von da drin. Ey, also da haben mir wirklich die Worte gefehlt. Wir schauen jetzt mal kurz hier rein, weil die Pizza, vielleicht ist sie ja ganz gut so, wer weiß. Ja, die sieht doch eigentlich ganz nice aus. Wir fahren jetzt erstmal nach Hause, bisschen angewandt. Ja gut, ist nicht so schlimm. Und dann erzähle ich euch noch ein paar heftige Stories. Bis gleich. Das war mal wieder ein Erlebnis hier. Ach so, und übrigens, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, die mitzunehmen. Einfach, weil das zwar ein Restaurant da vorne ist, man kann, glaube ich, auch da essen. Aber der Typ hat mich gar nicht gefragt, ob ich da essen will. Und da wurde ich auch gar nicht bedient. Ihr habt es ja vielleicht gesehen am Anfang, man musste bis nach ganz hinten laufen. Und ich hatte auch keinen Bock, mich da hinzusetzen zwischen diese ganzen Kartons und da Pizza zu essen. Da fahre ich lieber entspannt nach Hause und probiere die da. Vielleicht ist sie ja ganz gut. So Leute, wieder zu Hause. Ja, also ich erzähle euch jetzt gleich mal ein paar Stories, was in diesem Laden so abging. Ich weiß gar nicht, was ich alles aufgenommen habe. So Leute, herzlich willkommen zurück in meinem Zimmer. Ich weiß nicht, an die mich fragen, Alex, warum isst du eigentlich immer in deinem Zimmer? Wenn ich hier in Köln bin, in unserer Wohnung, esse ich irgendwie immer in meinem Zimmer. Zu Hause esse ich immer im Wohnzimmer, aber hier nicht. Ist irgendwie entspannter hier, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, ich hatte euch ja noch ein paar Stories versprochen. Wir können eigentlich erstmal die Pizza öffnen, also so sieht die aus. Ich finde, es sieht eigentlich ganz gut aus, um ehrlich zu sein. Schön dünn, ja. Ich probiere auch einfach mal ein Stück, bevor ihr jetzt, ihr wartet ja alle darauf, ist ja ganz klar. Und dann erzähle ich euch den Rest. Also wir haben hier eine ganz einfache Pizza mit Paprika drauf. Also guten Appetit. Was man jetzt natürlich hier so ein bisschen als Hintergedanken hat, ich habe ja die Küche gesehen. Ich war ja wirklich vor Ort und das ist halt alles andere als hygienisch gewesen. Habt ihr auch gesehen. Um das jetzt aber fair vom Geschmack her zu bewerten, würde ich sagen, dass die Pizza soweit okay ist. Also sie schmeckt ganz normal, wie der Durchschnitt. Ja? Also es ist halt okay. Das hat mich 6,90 Euro gekostet. Ist für so eine große Pizza, ich würde mal schätzen, 30 cm Durchmesser, auch in Ordnung. Trotzdem möchte ich jetzt nochmal auf ein paar Sachen eingehen. Und zwar habe ich mich ja am Anfang dahingesetzt und vorne in dem Laden sah man ja wirklich noch so eine Tafel und so. Also da hat sich jemand irgendwann mal richtig Mühe gegeben. Im Internet steht ja auch, dass es sich eigentlich um ein Restaurant und einen Lieferservice handelt. Also man kann da anscheinend auch drin essen. Konnte man ja auch. Da standen ja auch so Tische und so. Nur meine Theorie ist, dass sie es am Anfang auch als Restaurant aufbauen wollten. Allerdings die meisten Leute über einen Lieferservice bestellt haben. Und dann ist das mit der Zeit immer so weiter ja, vor sich hingeschliffen, bis es halt irgendwann so aussah wie jetzt. Also das ist ja ein Laden, da kümmern die sich um nichts, außer darum, dass halt die Pizzen rausgehen und alles, was an Dreck anfällt oder an Müllabfall, wird irgendwo hingeschoben, wo gerade noch Platz ist. Vielleicht kommt sowas dann auch durch einen Besitzerwechsel zustande, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich wirklich schockiert so von der Innenausstattung da. Und wie gesagt, ich wollte am Anfang wirklich da essen. Ja, dann machen wir das beim nächsten Mal. Was ich auch noch gesehen habe, zeige ich euch hier auch gerne nochmal. Da war noch so ein Typ, der tat mir auch irgendwie ein bisschen leid. Der wurde irgendwie, ich weiß nicht, der wurde nicht so ganz gut behandelt von dem Typ, der halt die Pizza gemacht hat. Ich weiß auch nicht, vielleicht habe ich das auch falsch interpretiert, keine Ahnung. Auf jeden Fall musste er die ganze Zeit irgendwie so Gemüse schälen. Ich habe keine Ahnung, was der genau gemacht hat. Falls ihr euch damit auskennt oder so, schreibt ihr das sehr, sehr gerne mal in die Kommentare, weil das interessiert mich sehr. Ansonsten war es mal wieder ein richtiges Erlebnis, noch krasser als beim letzten Mal. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, von welcher Richtung Restaurant ihr das noch sehen wollt. Und lasst gerne Daumen nach oben dafür weitere Parts. Ich denke, die Pizza kann ich auf jeden Fall noch weiter essen. Also Pizza okay, Rest... Naja. Leute, und das war's dann eigentlich auch schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie schon gesagt. Und wir sehen uns morgen wieder. Gibt's ein neues Video. Jeden Freitag ist auch um 19 Uhr. Schaltet ein. Das war's von mir. Haut rein. Ciao.